Herzlich willkommen wieder zurück hier bei City Game Studios. Unser erstes Online-Spiel geht drauf und liegt gleich mit einem 100% Hype raus. Mal hier kurz warten. Bettgeflüster wird auch nochmal von zu Hause im Studio als die DLC, nee, als kostenlos Update war das, glaube ich. Geldmäßig sieht ganz gut aus und wir wollen nachher die erste Konsole erstellen, die dementsprechend dann auch online fähig ist. Ich bin PC-Spieler, aber ich möchte natürlich gerne das mit der Konsole mitnehmen, dass wir da dementsprechend auch noch Geld. Dass wir da in Zukunft die Spiele dann halt für rausbringen, das portieren, da online. Na, kurz warten, aber das wird 100% haben. Pause. Oder nicht in Pause, in Urlaub. Öffentlichen. Im Monat, wir nehmen einmalig 12, nochmal 15 und im Monat 9. Ob es was bringt, der Planer online, Multiplayer, Launcher gibt's nicht. Da müssen wir mal gucken. Erstellen. Jetzt da mal kurz alles. Hier ist auch gleich gefährlich Bettgeflüster. Wir haben gut Geld eingespielt. Kann ich mit leben, ne? Ja. Zwischensequenzen, ja. Was bringt aus, ne? Hier unten müssen wir auch aufpassen, dass wir genug Plätze immer haben, ne? Hier unten. Das ist ein Kasse. So. Jetzt gehen wir hier an den. Gehen wir alles hier durch. Auf jeden Fall soll es eine Konsole werden. Prozessor. Hier. Dann haben wir hier. Ja. Aber
Aber das und nein, ne? Nein. Warte mal. Die Play Online. Können wir auch noch machen. Oh, okay. Wie lange die brauchen wir für 1000 Punkte? Haben wir eine neue Konsole? Konsole? Bin ich gespannt, wie der Bocker sein Geld verdienen, ne? Ich mag das Spiel definitiv an Möglichkeiten und es ist. Klar, in den anderen Spielen kommt mir das gleiche, aber hier kommt es nach und nach wirklich gut. Und halt auch nicht versteckt. Daher, sehr schön, macht Spaß. Wir haben jetzt 340.000. Eine Million. Was macht denn jetzt hier? Mehr und weniger. Seine Kosten für die Entwicklung schon gedeckt. Wenn wir dann mit allem an die Portierung machen, auf das muss ja gehen. Thank you.
So. Jetzt war weiter runter, ne? Das dauert noch ein bisschen. Die Konsole. Dann hat die Frage, was? Nichts machen. Bei 9 Spielen drauf achten, die dann dementsprechend in den Lounge rein können. Und dass die Lounge auch noch für das hier oder nur für das noch ist. Hm? Los ist. Ah, die zwei hauen richtig gut in die Tasten hier, der Bernd, der Brand und die Prinzess. Wo ist er eigentlich? Ah. Nee, er sitzt. Da ist die ganze Zeit da. Unbeliebt, die Konkurrenz hat ein Spiel auch eingebaut. Ah, okay. Das ist nice.
Wenn wir dann erst mit der G-Play online kommen, dann machen wir einen Durchmarsch. Denke ich so. Können wir aber irgendwann mal an den Neubau denken. Forschung geht auch voran. Wie gesagt, das 350, das ist ja mein Ziel. Helikopter, nee. Beliebt. Und weiß. Voll hier. Und nicht hoch. Das ist Geld, was uns unterstützt. Wenn die noch auf unserer Plattform jetzt veröffentlichen. Mal 6 Spiele mittlerweile. Wenn wir vielleicht sogar machen, erst machen sollen mit der Konsole und dann Spiel für uns. Arena Online ist zumindest auf Platz 2. Wenn nur 2 Büros, ein kleines für DLC. Also ab jetzt. Wenn wir es natürlich aufteilen, können wir in Zukunft ja sagen, okay, nimm 2 oder 3 Teams. Ich weiß noch nicht, wie das ist mit dem Neubau. Haben wir dann eine Etage, ne? Wie geht's? War dann wirklich eine Fläche oder sind es wirklich Etagen, ne? Geld, okay. Ja, 60. Will jetzt auch nicht zu knapp machen. Also mehrere Etagen wäre schon cool. Das werden wir dann sehen. Unsere erste Konsole ist ja zum Glück auch ganz gut. Dafür, dass wir so unbedacht daran sind. Ein Geflüster läuft auch gut, wenn wir ein Update haben. Wir laufen. Die Konsole läuft auch. Dann haben wir noch unsere durch Engine, die mal verkauft haben, weiß ich. Also die brauchen wir ja. Die müssten auch mal wieder upgraden mit Sicherheit, ne? Aber reichen auf jeden Fall noch aus. Hälfte haben wir fast. Aber es kommt gut Geld rein. Es kommt gut. Mit einer Art Übersicht, ja. Boah, hier können wir sogar Kredit aufnehmen. Rein theoretisch. Aber wäre es cool, aber. Monatlich 1,7 zu bezahlen. Ja.
Und ja, bald die neue dazu. Dann machen wir mal für den mal ein Netzwerk. Launcher, da könnt ihr es da runterladen, das ist ja gut. Jetzt den Launcher zum ersten Mal. War schon wieder die Folge für heute. Ich finde es super interessant. Ich hoffe, ihr auch mindestens genauso. Man sieht hier viel mehr als bei, ich weiß gar nicht, was das heißt. Aber immer Spaß und das ist das Wichtige. Und von daher, wenn ihr genauso gespannt seid, haltet wieder ein. Bis dahin.